In Hogwarts noch ein paar Sachen, die wir... Holy, was war das denn? Was ist mit deinem Gesicht? Und was haben wir hier? Alles gut. Hey. Hallo. Ruhig das auch ist abends, ne? Heftig. Ja, ist kein, ist kein Problem. Ich bin eigentlich nur hier zum Looten. Hallöchen. Herzlich willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Ja, in der letzten Folge haben wir ja ein paar Quests... Ein oder zwei Sachen gemacht? Eine Sache? Ich weiß es gar nicht mehr. Und jetzt sind wir auf dem Weg zu der lieben Nerida Roberts. Ich habe die einfach so auf der Map gefunden. Ich dachte, hier, komm, hoppala, leck. Wir quatschen die mal an. Wir haben ja in Hogwarts noch ein paar Sachen, die wir... Holy, was war das denn? Ich bin mal fast durch die Map gefallen hier. Na klar, hier drin schneit es natürlich auch. Das ist typisches Verhalten, weil gibt es ja auch kein Dach. Ah, okay, das Spiel hat sich gefangen. Hallo, hallo, ja. Gut. Was ich sagen wollte, wir haben ja hier im Schloss selber noch ein paar Sachen zu erledigen. Ich habe ja gesagt, ich mache das mal immer wieder nebenbei. Heute ist mal so nebenbei. So, dahin müssen wir. Wir folgen hier einfach mal unserer Nabelschnur, unsere goldenen. Hallo. Was ist mit deinem Gesicht? Ah, oh. Oh, er rendert noch. Okay. Hi. Oh, er rendert noch sehr viel. Ah, da ist er ja. Schön, dich wiederzusehen. Schön, dich zu sehen. Nicht verpixelt. So. Was ich sagen wollte... Wir machen das ja immer wieder nebenbei und... Was ist denn los heute? Ich dachte, wir nutzen die Gelegenheit, um auch wieder mal ein bisschen absolut übermotivierte Musik gerade. Aber bei der Ansicht... Oh mein Gott, stellt euch mal vor, wenn ihr wirklich hier auf so einer Brücke stehen würdet. Alter. Ich bin gerade echt im Traum, einfach so. Vielleicht kann ich auch mal den Satz beenden. Ich möchte ja dieses Spiel auf 100% spielen. Seit du mir das Venimosa Tentacula Blatt gebracht hast, nennt mich niemand mehr Dankov Knuddelmuff. Ja, das ist doch gut. Wenn ich meine Koboldsteine wieder hab, nehme ich es mit der Konkurrenz auf. Ja, das ist doch auch gut. Gibt. Das ist doch gut, meine Lieben. Schön, dass ich euch helfen konnte. Natürlich kann man das Spiel halt auch, ne, als Bösewicht durchspielen. Ist das was für den zweiten Run, wenn es einen zweiten Run gibt? Aber erstmal spiele ich so, wie es mir gefällt. Mir gefällt es gerade einfach freundlich, nett und nicht böse zu sein. Wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann mal auch ein Hogwarts Legacy 2. Da kann man das Ganze dann als Bösewicht mal ein bisschen spielen. Mal gucken, ob man da irgendwie weiterkommt als Bösewicht. Ich weiß es ja gar nicht. Kann ich ja jetzt zu dem Zeitpunkt nicht beurteilen. Alter, wie schön. Da hinten sind auf jeden Fall noch Ballons. Das ist eine Bank, da würde ich mich auch gerne jetzt draufsetzen, Was ist denn da? Gib mal ein paar Bohnen ab hier. Oh, Entschuldigung, ich geh mal. Ich sollte mich mit Dianthuskraut beschäftigen. Mhm. Aber ich müsste trotzdem schwimmen. Gehst du schwimmen? Wo denkst du hin? Obwohl ich langsam glaube, ich sollte wirklich schwimmen lernen. Was wäre ich für eine Kontaktperson für die Wassermenschen, wenn ich nicht schwimmen kann? Eine Kontaktperson für die Wassermenschen? Nun, im Prinzip nicht, nein. Diese Position existiert im Augenblick noch nicht, aber das werde ich ändern. Darauf kannst du dich verlassen. Okay. Ich bin übrigens Nerida Roberts. Wir sind uns erst einmal begegnet beim Duell bei den gekreuzten Stäben. Wow, ja, stimmt. Natürlich. Schön, dich wiederzusehen. Ebenso. Du scheinst dich sehr für Wassermenschen zu interessieren. Das tue ich auch. Denn sie werden von uns ebenso missverstanden und missachtet wie Kobolde und Zentauren. Und ich finde, wenn Kobolde und Zentauren Verbindungsbüros im Ministerium haben, sollten die Wassermenschen auch eins haben. Okay. Beeindruckend. Eine tolle Idee, mit den Wassermenschen Kontakt aufzunehmen. Ja, wirklich? Oh, vielen Dank. Natürlich habe ich bisher eigentlich noch gar nichts getan. Ich habe ihnen vor einigen Wochen ein Geschenk gebracht und sie wollten mir auch eines in einer ihrer Höhlen hinterlassen. Ein Austausch und eine Einladung.
Ich wollte Ihnen sagen, dass ich nicht schwimmen kann, aber ich habe es wohl nicht gut übersetzt. Meerisch ist echt knifflig. Okay. Was hat die Zaubererwelt bezüglich der Wassermenschen falsch gemacht? Nun, wir haben die Wassermenschen trotz der vielen Gemeinsamkeiten zwischen unseren Kulturen stets herablassend behandelt. Kein Wunder, dass sie den Zauberwesen-Status des Ministeriums vor Jahren abgelehnt haben. Wie kann man solche Schönheit und Intelligenz klassifizieren? Was denkst du, würde eine Kontaktperson der Wassermenschen tun? Oh, vieles. Ich will alles über sie erfahren. Wenn ich erst schwimmen kann, werde ich natürlich mein Meerisch perfektionieren. Und ich würde ihnen alles erzählen, was sie über die Welt der Zauberei wissen wollen. Ich hoffe, dass beide Seiten wachsen können, wenn wir einander besser verstehen. Was genau interessiert dich so an den Wassermenschen? Oh, ich kann dir gar nicht sagen, wie wundervoll sie sind. Die Geschichten über sie sollen sogar bis in die Muggelwelt vorgedrungen sein. Die ältesten bekannten Wassermenschen, die Sirenen, stammen aus Griechenland. Schottland hat die Selkies und Irland die Marrows. Ich könnte noch ewig über sie sprechen. Ihre prächtigen Unterwassergemeinden, die Domestizierung der Meerestiere, ihre Kunst und Musik. Es ist eine Schande, wie wenig wir sie verstehen. Also, ich kann schwimmen und ich helfe dir gerne. Das würdest du tun? Oh, danke, danke, danke. Sie sollen auf keinen Fall denken, ich würde ihr Geschenk verschmähen. Diplomatie ist ein Drahtseilakt. Wenn ich mich nicht irre, kann man dort vom Wasser aus direkt in ihre Höhle hinuntertauchen. Mhm. Ja, dann, was du alles sehen wirst. Eines Tages werde ich es selbst erleben. Das weiß ich einfach. Ah, kein Ding. Eiskaltes Wasser bei minus 10 Grad, kein Problem. Hier, unsere Kleine regelt das. Die regelt alles. Die ist, Multitalent einfach. Nerida wirklich ein Artefakt hinterlassen? Hallo. Warte mal. Revelio. Kann ich hier? Ah, alles klar. Lumos. Ah, nochmal, alles klar. Okay. Das ist mir eine traurige dramatische Musik. So, und dann kann ich doch... Nein, Entschuldigung. Lumo. So, du musst jetzt mit mir kommen. Kann ich alle auf einmal mitnehmen? Jetzt muss ich dreimal hin und her laufen. Alter, okay. Jetzt fehlt nur noch der Rest von euch. Erst einen Moment. Lumos. Haben wir das mal eben... Guck mal, was da hier hinter ist. Diese dramatische Musik, ich fasse es nicht. Das ist schon hübsch hier. Hüppelkupfer. Sesam öffnet sich. Und was haben wir hier? Merida wird sich darüber freuen. Die sieht hübsch aus. Aha. Das war's. Gut. Kurz und knapp. Muss ja arschkalt sein, ne? Komplett bekleidet. Gleich laufen wir dann mit der klitschnassen, schweren Kleidung. Mit der klitschnassen, schweren Kleidung laufen dann rum. Weiß ich ja nicht, ob das so gesund ist im Winter. So, einmal schütteln hier. So, dann sind wir wieder trocken. Hallo. Das Geschenk von den Wassermenschen war wirklich leicht zu finden. Oh, das ist großartig. Ich hatte befürchtet, sie hätten es als Beleidigung aufgefasst, dass ich es noch nicht abgeholt habe. Unsere Beziehung zu ihnen ist auch so schon angespannt. Aber ich würde das schon gerne mal, das ist hübsch. Es ist wirklich schön, dass wir diplomatische Beziehungen unterstützt haben. Bei Merlins Bad. Wundervoll. Das werde ich allen zeigen, auch dem Ministerium. Soll ich es per Eule schicken oder persönlich hinbringen?
vielen Dank. Du hast vermutlich gerade die Beziehungen zwischen der Welt der Zauberei und den Wassermenschen für Jahrzehnte verbessert. Übertreib mal nicht. Ich muss das unbedingt untersuchen. Auftrag abgeschlossen. Ist sie gut? Alles gut? Hey. Hallo? Junge. Was ist los? Kann dir helfen? Habe ich, glaube ich, schon alles gelootet, ne? Guck mal da. Was geht denn jetzt hier, ihr zwei? Stellt sich da hin. Okay. Ja gut, haben wir die kurze Quest hier auch mal gemacht. Ich wollte nämlich hier mal gucken. Also hier unten haben wir jetzt abgehakt. Da haben wir auch nichts. Hier haben wir noch eine Sache nicht freigeschaltet. Das würde ich mal als Wegpunkt festlegen und mich mal eben dahin teleportieren. So. Oh, hier waren wir auch schon lange nicht mehr. Das sieht richtig gut aus mit dieser dunkelgrünen Tapete hier. Ja. Schönes Lied. Oh, Musik. Also mit den Texturen, ne? Und mit den, mit so grafisch, ne? Da geht noch was. Definitiv. Ah, ich glaube nicht, dass sie das noch stark überarbeiten, aber gut, ich kenne mich da nicht so aus. Ah, oh, Junge Pieks, was machst du denn da schon wieder für Mumpitz? So, gehen wir mal wieder fix hier rüber. Ach genau, was ich eben sagen wollte, bevor wir die Mini-Quest da gemacht haben. Mein zischendes Wispier braucht noch. Ich finde es schön, manchmal einfach nicht die Schnellreise zu benutzen, weil man dann halt auch ein bisschen mehr vom Spiel hat. So, wenn wir die ganze Zeit uns hin und her porten, können wir gar nicht so diese Aussicht gelegentlich genießen. So. Was haben wir denn hier? Das war schon. So, komme ich jetzt da hoch? Kann ich hier fliegen? Aber ich kann das dann nicht annehmen. Das verstehe ich noch nicht ganz. Geh mal runter, bitte. Dankeschön. Revelio. Akio. Sag mal. Waren wir auch noch gar nicht, ne? Wo ist das Ding jetzt hin? Da. Was haben denn meine Revelio. Äuglinge gesehen? Hier war doch was. Akio. Confringo! Sveliamus! Ja, du fragst dich wahrscheinlich auch, was ich hier mache, ne? Mann, nur Schein. Sag mal, welches war das denn jetzt hier? Levioso! Ha! Ah. Das kann so einfach sein. Ich hab doch gerade nicht gehört. So, wo geht's denn lang? Die sind immer so schnell, ne? Ah, perfekt. Aber jetzt muss ich die schon wieder hauen, ne? Ich mag das überhaupt nicht. Aber es hilft ja nichts, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Hausmarken uns auch noch fehlen. Revelio. Hier sind wir doch schon mal gewesen, oder? Ich kann doch nicht sein. Den Flur, den haben wir schon mal gesehen. Kriege ich diese Seite da? Hör mal. Akio. Ja. So geht das manchmal. Einfacher als man denkt. Nee. Revelio. Haben wir hier noch was? Nein. Gehe ich mal hier lang, um sicher zu gehen. Hi. Lies dein Buch.
euch nicht kalt? Warum lauft ihr hier draußen rum? Jo, und dann sind wir hier wieder am Vorgarten. Was war das? Oh? Ah, eine... Meine Tante hat Sigmund Batsch höchstpersönlich stammen sollen. Okay. Was? Sie würde mich nie anlügen. Nicht? Sie sagt, es seien diejenigen, die es nicht ins Zaubertrankbuch geschafft haben. Sicher mächtige Zauber... Rebellion! Ja. Ah, hä, das haben wir doch schon mal, oder? Ja, das hatten wir schon mal. Stopp. Was ist das? Komme ich da rein? Eigentlich von drinnen, ne? Ja. Gehen wir mal rein und dann nach rechts. Da ist irgendwo eine Truhe. Oh. Hallo, entschuldigen Sie die Störung. Hallo, Homura. Hat sie einfach in so einer riesen Halle rein, wo alle am Essen sind, stört gar nicht. Na gut, wir gehören ja eh zur Schule, dann können wir ja uns eigentlich auch dazu setzen und ein bisschen schnabulieren. Was haben wir denn hier? Ach, was haben wir denn hier? Ein Demigeis. Dann warten wir doch gleich mal. So, erstmal alles hier einstecken, was geht. Und dann würde ich gerne warten. Ja, bitte. Du gehörst mir, Demigeis. Ein Träumchen. So, dann wollen wir mal kurz auf der Map gucken. Also wir haben... Wo sind wir? Wir sind hier. Hier haben wir zwei Handbuchseiten noch nicht. Ansonsten haben wir in der großen Halle alles. Gut, Handbuchseiten. Ob ich die jetzt aktiv suche, weiß ich nicht. Ich könnte mal ja noch mal ein bisschen rumlaufen. Und dann... Entweder ich finde es oder ich finde es halt nicht. Alle weg. Revelio. Jetzt noch ist das Essen da. Ah. Glaube ich hier... Habe ich nämlich... Ich kann da nicht drüber hupen. So, ich glaube nämlich hier haben wir... Da hinten vielleicht noch. Da waren wir auch schon drin. Mal hier nochmal gucken. Revelio. Jeder Ding haben wir auch geöffnet. Und einmal hier hoch. Was haben wir denn da? Alle Homura. Haben wir noch nicht aufgemacht? Seht ihr? Und das ist das, was ich meine. Wenn ich die Sachen nicht mehr sehe, dann vergesse ich, dass wir da noch hin müssen. Gut, dass wir... Hallo? So. Gut, dass wir das zwischendurch manchmal machen. Ach, sag mal, jetzt ist aber der Wurm drin, ne? Revelio. Jetzt nicht, wo die zwei Handbuchseiten noch sein sollen, wenn ich ehrlich bin. Aber ist auch nicht schlimm. Gucken wir mal weiter. Weil es gibt ja hier noch andere Räumlichkeiten, ne? So, was haben wir hier? Hier haben wir noch drei Truhen und drei Handbuchseiten. Ruhig das auch ist abends, ne? Heftig. Wir haben, glaube ich, das hier. Wir hatten noch ganz oben. Hatten Sie in letzter Zeit seltsame Träume? Ja. Ich hatte wirklich viele, viele komische Träume in letzter Zeit. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber... I guess, da mehr ist nix, ne? Das ist manchmal so. Hoppala. Ich glaube nämlich, ganz oben hatten wir doch auch dieses eine Papierchen, wo wir nicht dran kamen. Oder habe ich das schon geholt? Weiß es nicht mehr. Hä?
Das nicht hier? Habe ich ja anscheinend schon geholt. Wenn das Ding nicht mehr da ist. Ja gut. So, wir haben auf jeden Fall noch 3 Truhen, aber ich weiß nicht, ob das hier in dem Bereich auch noch zählt. Revelio. Hier haben wir auf jeden Fall noch was. Da plimpert etwas. Aber das haben wir schon geholt. Wird uns jetzt eins weniger angezeigt? Das ist halt die Frage, ne? Immer noch 3. 3 von, also 3 Truhen und 3 Aufzeichnungen. Okay. Revelio. 1, 2, da sind noch. Da ist doch noch richtig viel. Wie komme ich denn hoch? Wie komme ich? Hier. Das schon mal nicht. Revelio. Über mir. Komm ich. Hier komme ich noch hoch. Oh, wie komme ich denn? Ah, okay. Ah, wir müssen unbedingt die Mone noch. Wir fehlen uns denn da. Da muss ich auch noch mal gucken, ey. War die Anzeige hier? Nee, ne? Irgendwo war noch dieser. Irgendwo war noch dieser. So, Monde. Was steht denn hier noch? Noch 4 Stück muss ich ihm bringen, dann haben wir Aluhumora 3. Hätten wir hier in den Raum rein, ne? Können wir das eben machen, dass wir ihm die Monde besorgen? Ich meine, außerhalb ist es nochmal ein bisschen einfacher, weil wir da sehen können, ob da noch irgendwelche Demigeist-Statuen sind. Hier ist zum Beispiel ein Demigeist, ne? Hogsmeade. Haben wir schon alle? Hier haben wir auch nochmal einen. Dann gehen wir erstmal hier hin, weil hier haben wir einen Wegpunkt. Gehen dann hier rum. Dem. Danach gehen wir dahin. Ja. Das ist ein Ort wie aus dem Märchenbuch. Märchenbuch, das trifft es. Meine. Mein Gott, ist das schön. So, Revelio. Hier ist der kleine Demigeist drin. Du bist es. Danke, dass du mich gerettet hast. Oh. Das werde ich nie vergessen. Wir nochmals vielen hier. Dank für die Rettung meines lieben Archie. Ich weiß wirklich nicht, was ich ohne ihn täte. Ja, ist kein Problem. Ich bin eigentlich nur hier zum Looten. Revelio. Wo war denn jetzt hier? Lependo. Einfach 360. Rocket League scharf. So. So, ein Demigeist haben wir. Das heißt, 3 fehlen noch. Das heißt, wir wollen hier hin. Was haben wir hier? Nix. Wegpunkt. Dann fliegen wir da mal eben hin. So. Wie ruhig. Können wir das Ding nämlich auch freischalten. Oh, hier haben wir auch noch was im Wasser. Was? Ja, gut. Akio. Konfringo!
Die Kröten, die sind immer so, die haben immer so viel aus, ey. Wollt nur hier rein. Lass mich in Ruhe. Bin ich da. Tschüss. Schnell. Schnell, schnell, schnell. Schwimm, schwimm, schwimm. Komm schon. Das ist creepy hier im Wasser. Erstmal Körper bei 1 Meter Höhe. Geil. Erstmal Gesicht aufschürfen. Gar keinen Bock. Naja. 1,30 Meter. Brauchst schon wieder am Atmen. Jetzt wäre sie im Marathon gelaufen. Na gut, Wasser ist kalt, ne? Dürfen wir ja nicht vergessen. Was haben wir denn da? Waren wir da überhaupt schon? Das ist auch eine dicke Baum, ey. Revelio. Ach, da gibt es noch was zu looten. Schön. Das ist auch ein Kissen. Okay. Ja, ne? Haben wir auch mal freigeschaltet. Dann wollte ich ja weiter zu dem nächsten Demigeist. Da müssen wir hier hin. Schnappen wir uns wieder unseren fixen Besen und dann geht's ab da. Nehmen wir doch mal hier noch die Balance mit. Die Prüfung, Merlin, übersehe ich jetzt einfach mal. Gut. Ah, Arantxa! Dieses Dorf ist so Revelio. Wunderbar! So voller Leben. Hallo, Homora. Gut, alle sind jetzt am Schlafen, ne? Revelio. Hallo. Hallo, hallo. Wo ist denn der kleine Demigeist? Oben wahrscheinlich, ne? Na, hab ich dich. So, dann brauchen wir noch 2. Dann geht es jetzt einmal. Ich weiß gar nicht, gibt's denn hier noch irgendwas? Hier gibt's noch sehr viel anscheinend. Das ist draußen. Gehen wir mal hier hoch. Revelio. Manchmal sind diese Truhen, wenn man sie nicht markiert, echt leicht zu übersehen. Ja, wie? Direkt am Eingang hören. Habt ihr gerade voll nicht zugehört? Es tut mir sehr leid. Hallo. Ich kaufe bei Ihnen, wenn Sie mich lassen. Hallo. Dürfte ich? Oder ist gerade kein Einkauf, weil es Abend ist? Hallo. Naja, geht wohl nicht. Gut. Revelio. Hier haben wir nochmal 2 Truhen. Die nehmen wir auch nochmal mit. 3 Truhen sogar. Oh, Milo. Was soll ich nur tun? Milo? Wer heißt denn hier Milo? Hallo, Homora. Lass mal einbrechen. Wer ist Milo? Revelio. Hallo, ich bin eingebrochen. Ich schaue jetzt bei Ihnen. Wenn das okay ist. Kein Demigeist. Ich glaube, hier gab es nur einen in der Kleinstadt, ne? Was ist denn hier, ne? Draußen? Ja, draußen, okay. Oh, wieder so eine schwergängige Truhe. Das
Habe ich mir noch schon fast gedacht, dass ich wieder voll bin. Na gut, ne? Meiste nix. Ja, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter mit unserer kleinen Demiguise-Suche, damit wir da oben in diesen einen, in dieses Räumchen rein können. Vielen Dank für die Leute, die bis hierhin geschaut haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend und ja, ne? Bis zum nächsten Mal.